Diese Insel duftet. Sie duftet nach süßem Leben und leichten Momenten, nach Reichtum und nach Pomp. Es ist die Insel der Liebe und des Glücks. Ein Platz für Sehnsüchte, für Träume und herrliche Spinnereien. In der Stadt ist Taxifahren Arbeit. Capri dagegen, das ist Urlaub. Capri, dieser Mythos im Mittelmeer, einzig und zart und voller Verheißungen. Frauen finden hier ein Paradies. Capri ist ein Versprechen. Für mich ist diese Insel der tollste Ort der Welt. Tonino umrundet Capri seit 20 Jahren. Jeden Tag fischt er hier 13 bis 14 Stunden lang. Er mag es, mit sich zu sein, mit dem Meer und dieser Insel, die schon sein Vater und sein Großvater als Fischer umrundeten. So kennt Tonino Capri vor allem aus seinem dümpelnden Boot dort unten. Er kennt die Krater, die Geschichten und Legenden der wuchtigen Steilküste. Und wenn er seine Netze auswirft, spürt er diese Magie eines stolzen Capri-Fischers. Capri ist wunderschön. Ich habe ein sehr besonderes Verhältnis zu Capri. Seit über 20 Jahren komme ich hierher zum Fischen. Damals gab es allerdings noch viel mehr Fische. Was da nostalgisch im steten Wellenschlag zwischen Knurrhähnen und fetten Seeteufeln nachhallt, kennt Tonino nur noch aus den fernen Erzählungen seines Großvaters. Dass ein guter Fang im Netz zappelt, das ist es, was für den Fischer Tonino zählt. Mit 10 Jahren bin ich schon mit meinem Großvater zum Fischen gegangen. Es ist einfach meine Leidenschaft, aber es ist auch hart. Doch man verdient heute ganz gut daran im Vergleich zu früher. Dieses sehnsuchtsvolle Seufzen der Deutschen in den 50er Jahren, es ist lange her, aber Capri hat an Strahlkraft nichts verloren. Der Puls der Insel ist pochend, kunterbunt und edel. Ihr Zauber entfaltet sich gerade dann, wenn die Insel im Frühling satt und saftig wird und die Capresen noch unter sich sind. Maria hat Capri noch nie verlassen. Sie ist tiefgläubig und trällert sich vergnügt durch jeden Tag aufs Neue. Das macht sie zur Inselberühmtheit. Auf ihrem Hocker schaut sie durch ihr Guckloch auf die Welt da draußen. Verreisen? Wozu? Und dann singt sie beherzt in ihrem Saftkiosk von großen Lieben und zerbrochenen Herzen, denn bei Gott Marias Leben auf Capri ist eine große Bühne. Und so presst sie seit 20 Jahren alle Tragödien des Lebens operettenhaft beiseite. Was wichtig ist im Leben? Man muss ehrlich leben, man muss lieben, na und beten natürlich. Maria versüßt sich ihre Arbeitstage eben auf ihre Weise und damit folgt sie einer langen Familientradition. Der Kiosk hat schon meiner Großmutter gehört und dann meinen Eltern. Und jetzt mir. Fahren Sie denn nie weg, vielleicht nach Neapel? Nein, niemals. Im Sommer arbeiten wir und im Winter gehen wir schwimmen.
Im Winter? Ja, na klar. Noch schaukeln die Boote im Hafen. Im Frühling putzt sich die Insel heraus und nimmt Anlauf für die Besucher aus aller Welt. Bald werden hier 20.000 Touristen täglich auf die kleine Insel strömen. Capri wird ächzend aus allen Nähten platzen und die vielen Hotels werden es auch. Das legendäre Grand Hotel Quisisana ist die älteste und feinste Adresse der Insel. Was einst verschämt als Kurhotel startete, wurde später zum Tempel für Partyexzesse und Liebesdramen des internationalen Jetsets. Hier sind und waren sie alle und er kennt sie alle. Francesco war über Jahrzehnte der gefragteste Chauffeur der Insel. Nachts hat er die Liebhaber ins Quisisana kutschiert und im Morgengrauen diskret wieder abgeholt. Francesco ist voller Geschichten. Er war Trostspender und Ratgeber für Schauspieler, Großindustrielle und Könige. Als der ägyptische König Farouk hier eines Tages mit seiner Yacht anlegte, haben sie mich sofort gerufen. Ich kam mit meinem schönen Auto und ich musste Kisten mit Gold und Schmuck ins Hotel tragen. Ich wurde seine Vertrauensperson. Am Ende habe ich alles kontrolliert. Eines Abends rief jener übergewichtige Farouk von seiner Terrasse in der Hotelküche an und orderte schnellstmöglich einen leichten Snack. Der Küchenchef schwitzte, überlegte kurz und komponierte ein Gericht in den italienischen Nationalfarben. Das sollte dem König gefallen und war zugleich die Geburtsstunde einer Delikatesse, die von hier aus um die Welt ging, der Insalata Caprese. Stefano gibt einen letzten Tipp fürs Original. Es ist sehr wichtig, dass man über den Mozzarella kein Öl gießt, denn damit macht man das gute Aroma der Milch im Käse kaputt. Das Öl also nur über die Tomaten träufeln. So einfach ist das. Fertig. Wie so oft sind es die kleinen Dinge, die Großes erzählen. Und es sind all diese Geschichten, die Capri zu Capri und die Insel reich machen. Wer hier einmal war, den erwischt es. Und so kam eines Tages auch der damals reichste Mann Europas nach Capri und hinterließ denkwürdige Spuren, heute unter fotografischem Dauerbeschuss. Die Via Krupp ist der wohl imposanteste Serpentinenweg der Welt. Der deutsche Stahlfabrikant Friedrich Alfred Krupp hatte ihn bauen lassen. Krupp war Capri verfallen, die Insel wurde eine Art heimliche Geliebte für den Industriellen und er ihr Mäzen. Heute schaut Federico auf eine opulente Familiengeschichte. Es war sein Urgroßvater, ein berühmter Inselarchitekt, der Capri gemeinsam mit Krupp zu Glanz und Ansehen verhalf. Sie haben die Via Krupp gemeinsam gebaut und sie haben diese Leidenschaft geteilt für all die schönen Dinge, die man hier auf der Insel finden konnte. Von seiner Terrasse schaut der Urenkel auf die berühmte Piazzetta und atmet seine Wurzeln tief ein. Dieser Ort hat etwas Magisches, das mich sehr anzieht. Wenn ich hier morgens auf der Terrasse meinen Kaffee trinke, fühle ich mich so richtig gut und finde in dieser Schönheit meinen heiligen Frieden. Capri ist eine Insel schöne geblieben, mit prominenten Sommerfrischlern aus aller Welt und ebenso exaltierten Inselbewohnern. Paolo De Gregorio kutschiert Touristen wirkungsvoll über die Insel. Auf Capri zu leben ist einfach schön. Hier Taxi zu fahren, kann man nicht mit der Stadt vergleichen. In der Stadt ist Taxifahren Arbeit. Capri dagegen, das ist Urlaub. Die Leute lachen hier und wollen einfach eine gute Zeit haben. Like spend good time, you know. Per sentire una canzone con te.
Seit über 30 Jahren arbeitet Paolo hier als Taxifahrer in seinem kirschroten Oldtimer. Von allen Taxifahrern hier auf der Insel saßen in seinem Wagen die wohl allermeisten Berühmtheiten. Brigitte Bardot, Onassis und Königin Silvia ließen sich von ihm chauffieren und fotografieren. Ja, Sophia Loren habe ich vor vielen Jahren zusammen mit meinem Vater gefahren. In diesem Taxi hier. Ich war damals erst 16 oder 17, aber ich erinnere mich sehr gut. Die De Gregorios sind stolze Inselbewohner seit Generationen. Unsere gesamte Familie sind Capresen. Und dieses Auto gehörte meinem Vater. Jetzt fahre ich es schon seit 30 Jahren und nun auch mein Sohn. Ich fahre es tagsüber und mein Sohn in der Nacht. Oder wenn ich mal frei habe und schwimmen gehe, dann fährt auch mein Sohn. Das Auto haben sie um 70 Zentimeter strecken lassen, damit 6 Leute darin Platz haben. Das ist mein Sohn, hallo. Lorenzo ist ein guter Fahrer, aber das Wichtigste ist doch, die Sonne scheint. Tschüss und einen schönen Tag. Paolo ist ein Genießer und liebt die Langsamkeit. Über den dritten Gang kommt er auf den schmalen Gassen selten hinaus. Vor vielen Jahren war das Taxifahren hier angenehmer. Da war noch nicht so viel Verkehr. Jetzt ist einfach zu viel los und die Autos sind alle viel größer. Jetzt kommt mir alle 10 Minuten ein großer Bus entgegen und mir bleibt immer fast das Herz stehen. Der Oldtimer übrigens wurde so gehegt, dass er bereits 1 Million Kilometer und nur einen einzigen kleinen Auffahrunfall auf dem Buckel hat. Das ist schon was bei dem Verkehr. Capri strotzt eben gerne vor Rekorden, vor Superlativen und auch vor Superreichen. Diese Villa beispielsweise gehört Giorgio Armani. Und auch all die anderen Sommerresidenzen thronen wie pompöse Tortenstücke auf den Felsvorsprüngen mit steilem Blick auf Meer und Horizont. Die Villa da oben gehörte einst Jacques Fersen, französischer Baron und Dandy, eine absolute Insellegende. Heute gehört das Palais der Gemeinde und steht leer. Nur Glauco, der Haushüter, hat Zutritt und lebt mit der Geschichte. Dem Geist des Barons ist er bereits begegnet. Quando io sono venuto qui, ho aperto questa porta e sentivo un rumore. Eines Morgens hörte ich ein Geräusch im Salon. Ich stieg leise die Marmortreppe hinauf und rief: Ist da jemand? Non rispondeva nessuno. Boom, boom, boom. Chi c'è qua? Barone! Baron? E finalmente c'era un grande. Dann sah ich eine riesige Möwe am Fenster. Das muss der Baron gewesen sein. Er sah mich dankend an und flog davon, Richtung Vesuv. Was war das für ein Leben hier damals 1903? Der romantische Baron mit Hang zur Poesie und seine große Liebe, der römische Zeitungsjunge Nino. 20 Jahre lang lebten sie hier in ihrer Villa hoch über dem Meer im Liebes- und Opiumrausch. Es waren betörende Jahre für die beiden, doch irgendwann wurde die Liebe schal. Und der Baron trat aus Ninos Leben so pompös und stilvoll, wie er nur konnte. Da unten hat er sich umgebracht. Er hat Opium und Kokain in seinen Champagner geschüttet. Champagne Cristallo. Keinen billigen Champagner, sondern den teuersten. Liebe und Schmerz sind heilig, so hatte es der Baron ins Eingangsportal meißeln lassen. Und Glauco hütet seine Geschichte wie einen Schatz.
Capri liebt solche Geschichten. Die Insel liebt Exaltierte und Legenden. Sie liebt ihre Historie und natürlich die vielen Touristen, von denen hier alle leben. Und die Capresen haben Talent, aus dem, was die Insel bietet, etwas zu machen. Der Zitronenlikör, der berühmte Limoncello, auch so ein Exportschlager. Zwei Wochen lang rührt Elio durch die aromatische Schale, die in 96%igem Alkohol schwappt. Zu tief einatmen sollte man nicht. Wenn man keinen Mundschutz trägt, riskiert man, betrunken oder gleich ohnmächtig zu werden. Besser also, man trägt einen Mundschutz. Die Zitronen sind ungespritzt und verschmelzen die Aromen der Insel. Diese Zitronen sind wirklich etwas Besonderes. Die Schalen sind voller Aromen und sie sind sehr reich an ätherischen Ölen. In Italien sind solche Zitronen absolut einmalig, weil ihr ganzer Duft und ihr ganzes Aroma in den Schalen klebt. Und die legen wir dann in den Alkohol ein. Der Mythos Capris reicht tief in die Geschichte. Schon Kaiser Tiberius entdeckte die Insel für sich und regierte über 10 Jahre lang von hier aus das gesamte römische Weltreich. Und es waren die Römer, die etwas nach Capri in dieses Kloster brachten, dessen Zauber bis heute anhält. Die Römer nämlich nutzten Parfüm für ihre religiösen Zeremonien. Und auch die Mönche Capris spürten bald, dass das Räuchern mit Parfüm ihren Messen eine besondere Kraft und Wirkung verlieh. Die Mönche weichten die Blüten der Insel in Wasser ein und füllten so gewissermaßen den Duft der Insel in kleine Gefäße. Und auch viele Jahrhunderte später wird auf Capri Parfüm hergestellt, auf der Grundlage jener alten Rezepturen und Formeln. Und noch heute versucht man, die Blüten und Pflanzen und Kräuter der Insel ganz pur in einen Duft zu verwandeln. Luciano wird nicht müde, seine Nase in die Blumen zu stecken, um sich von immer wieder neuen Nuancen inspirieren zu lassen. Wie die Insel aber wirklich duftet, ist schwer zu erklären. Der Duft Capris ist wirklich sensationell. Wie soll ich ihn nur beschreiben? Er ist unglaublich farbenreich. Es gibt ja über 870 verschiedene Pflanzen und Blüten auf Capri. Wir haben uns auf Zitronen und Orangen spezialisiert, weil ihr Duft besonders ergiebig ist. Man kann alles verwenden, von der Wurzel bis zur Blüte. Auch Jasmin und die Glycinien nutzen wir gern. Auch sie haben einen feinen, leichten Duft. All das zusammen ergibt ein ganz spezielles Bouquet an Düften. Luciano ist der Parfümeur der Insel seit vielen Jahren. Ein leiser, zurückhaltender Mann. In seinem Schrank hortet er all die wertvollen Essenzen, die am Ende in feinen Dosierungen den jeweils neuen Duft bestimmen. Immer wieder sucht Luciano nach neuen Mixturen, die wieder einen neuen, anderen Duft seiner Insel komponieren. Mal ist er fruchtig wild, mal blumig herb, mal sanft und leicht. Lucianos Nase ein stets verlässlicher Kompass. Doch diese Kompositionen sind eine hohe Kunst. Ein gutes Parfüm, ein schöner Duft, braucht Persönlichkeit und Charakter. Die Pflanzen, die Aromen, die wir hier verwenden, sollen vor allem auch die Seele und den Charakter der Insel verströmen.
Luciano will das Credo der Mönche von damals auch heute bewahren. Alles soll pur und natürlich sein. Künstliche Duftnoten gibt's hier nicht. Jeder Duft hat eine ganz spezielle Wirkung. Die Orange und der Jasmin zum Beispiel wirken beruhigend. Man nutzt sie auch für therapeutische Zwecke. Die Zitrone hingegen belebt. Ihr Duft ist üppig und wach und erfrischend. Capri liebt seine Duftmarken und Traditionen, aber guten Inseltratsch noch mehr. Auch deshalb ist diese Insel eine der mondänsten im ganzen Mittelmeer. Eigentlich ein bunter Fleck, gerade mal 10 Quadratkilometer groß und trotzdem seit jeher magischer Anziehungspunkt für Künstler, internationale Prominenz und kuriose Errungenschaften. Hier in dieser Boutique schneiderte Francescas Mutter einst eine Hose für die betuchte Klientel aus Hollywood. Die Hose hatte kurze Beine und Ikonen wie die Callas, Audrey Hepburn und Jackie Onassis liebten sie und zeigten sie der Welt und die Capri-Hose machte Furore. Wir haben Jackie Onassis hier häufig bedient. Wir haben die Hosen extra für sie geschneidert mit einem Reißverschluss an der Seite und eben diesen kurzen Beinen. Heute schaut der Capresa-Schick eher so aus. Die neueste Kollektion, knallige Farben, ein typisches Inselkleid für den ganzen Tag. Dieses Kleid ist sehr farbenfroh. Unsere ganze neue Kollektion ist bunt. Das entspricht der Stimmung der Insel. Dieses Kleid können Sie zum Strand anziehen. Und weil es sexy ist, geht es auch als Cocktailkleid am Abend. Die ganze Produktion haben wir selbst hier erstellt. Jedes Jahr füllen sich die Regale neu und Francesca präsentiert ihre Ideen. Denn die exquisite Stammkundschaft, die alljährlich im Sommer die Boutique flutet, ist anspruchsvoll und wohl auch ein bisschen verwöhnt. Mit unserer kleinen Schneiderei können wir unsere Kundschaft sehr gut bedienen. Wenn Sie mit Ihrer Yacht hier anlegen und nur kurz auf der Insel sind, können wir innerhalb eines Tages die gewünschte Kleidung in den gewünschten Farben schneidern. So hat auf Capri alles seine Geschichte und überall gibt es Vorfahren, die den Mythos der Insel einst begleiteten. Die blaue Grotte kann nur im Hochsommer besichtigt werden, wenn das Wasser niedrig steht. Aber Capri ist so voller Spuren und Wahrzeichen, dass Jahreszeiten und Wasserstände nichtig werden. Hoch über dem Meer thront noch so ein Juwel dieser Insel. Noch so eine wunderschöne Villa, noch so ein geschichts- und ruhmbeladener Ort, den einst ein junger Arzt und Schriftsteller aus Schweden bewohnte. Cornelia Lovert aus Deutschland ist der Insel und der Villa bei ihrem ersten Capri-Besuch verfallen. So sehr, dass es die Kulturliebhaberin Jahre später ganz hierher verschlagen hat. An diesen Ort, der für Künstler seit jeher ein bestechendes Refugium war. Es gab Inspiration für Künstler, für Maler, für Literaten. Wir haben Goethe, der seine Italienreise uns hinterlassen hat. Und das war so ein bisschen schon, ich sag mal, der Input für Leute aus dem Norden, hier nach Capri zu kommen. Und Rilke war hier. Rilke ist auch hier in der Villa San Michele gewesen. Weil Axel Munthe war schon auch jemand, der sich gern auch mit Leuten umgeben hat, die eine gewisse kulturelle Ebene hatten. Axel Munthe hatte beschlossen, in dieser Villa seinen Träumen freien Lauf zu lassen.
Hier schrieb er sein berühmtes Buch von San Michele, das ihn und sein Palais auf der ganzen Welt bekannt machten. Längst ist aus der Villa ein Museum geworden und als Mitarbeiterin möchte auch Cornelia die Geschichte, die Vielfalt und Ausstrahlung der Insel so lebendig halten. Capri an sich hat mich fasziniert, wenn man hier auf dieser kleinen Insel im Mittelmeerraum unheimlich viel landschaftliche Vielfalt haben kann. Und dass ich hierher gekommen bin, muss ich sagen, ist quasi ein Glücksfall gewesen. Ich bin, als ich zum ersten Mal nach Capri gekommen bin, 1990, war ich schon mal hier in der Villa. Ich bin auch mal so ein bisschen jemand, ich sag mal ein Hobbyarchäologe, und hat mich immer fasziniert, so die römischen Sachen. Und hier habe ich ein bisschen davon wiedergefunden. Munte konnte ohne den Trost einer Verheißung nicht leben. Da war Capri für ihn der erwählte Ort. Und wenn Cornelia Touristen durch die Villa führt, dann hat wohl auch sie ihren Ort gefunden. Wenn die Saison startet, werden die Fähren und Boote aus Neapel Tausende von Touristen nach Capri spülen. Und die Inselbewohner werden Capri von seiner schönsten Seite zeigen und sie werden das süße Leben, seine Geschichten und Legenden für sie bereithalten. Daraus wird ein richtig guter Caprese. Capri wird heute von den Nachkommen jener betrieben, die den Aufstieg zum Mythos begleitet haben. Und sie wollen diese Geschichte bewahren, auch wenn manches davon nun wirklich schon in die Jahre gekommen ist. Dieses Auto ist wie mein Sohn, meine Tochter, meine Frau für mich. Ich liebe es viel zu sehr. Capri wäre eben nicht Capri, wenn nicht jeder auf der Insel etwas finden würde, das zu ihm gehört. Das Wasser rund um Capri ist immer schön. Aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln, aus so vielen verschiedenen Perspektiven, für die Inselbewohner bleibt Capri eine Verführung. Ich habe meinen Traumjob hier gefunden, der mir wirklich Spaß macht und mir auch die Möglichkeit gibt, hier auf der Insel weiterzubleiben. So findet hier jeder seinen Platz. Die Romantiker, die Legenden, die Berühmtheiten und die Schwärmer. Jeder muss seine Liebe zu dieser Insel für sich selbst entdecken. Und eine hat diese längst entdeckt. Die Capresen sind alle glücklich. Und dann fegt Maria trällernd den Bordstein, knutscht ihre Madonna so kapriziös und bühnenreif, wie eben alles hier auf Capri.